Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Runde von Minecraft. Ja, einiges hat sich getan. Die nächsten Folgen werden wieder ein paar Ausnahmefolgen sein. Also die nächsten, lass mich überlegen, 3 Folgen werden Ausnahmefolgen. Die nächsten 3 Folgen sind wieder so 10 Minuten normales Gameplay mit ein bisschen Labern und so, ne? Und ein bisschen bauen. Mal gucken, was noch. Die restliche Zeit wieder ein bisschen Zeitraffer, weil ich habe einiges auf Screen gemacht. Das zeige ich natürlich jetzt gleich, was ich gemacht habe. Ich habe viel mit der Technik jetzt ein bisschen schon gemacht. Ich wollte einmal probieren und alles drum dran. Ich habe sogar ein bisschen was offscreen komplett gemacht. Ohne Aufnahme. Möchte ich auch noch zeigen. Und ihr seht vielleicht schon, irgendwas sieht ja in dem Bild anders aus. So leicht anders. Ich habe nämlich in der letzten Zeit ein bisschen mit Texture-Packs rumprobiert. Und ich habe eins gefunden, das ist zwar für die 1.10 und höher, also für die Minecraft-Version 1.10 und höher, allerdings passt es hier bei dem Modpack sehr gut rein. Auf Discord habe ich da auch schon mal ein paar Bilder gepostet gehabt, wie die Welt aussieht mit dem Texture Pack, und ja, da kam sehr gutes Feedback dazu, also hat allen eigentlich ganz gut gefallen, die dort waren. Ja, dann habe ich mir gedacht, jetzt die Zeitraffer-Videos, die ihr dann klar alles seht, ne, die 3 Stück in den nächsten 3 Folgen, die sind auch komplett eigentlich mit dem Texture Pack schon aufgenommen. Und ja, jetzt machen wir natürlich noch hier. Ich zeige es euch mal, guckt mal hin. So sieht es jetzt aus. Der Himmel sieht ganz anders aus. Die Wolken. Es sieht echt schön aus. Habe ich eigentlich einen Shader drin? Jetzt muss ich kurz gucken. Nein, wir machen den Chocapic Light rein. Und ich muss mal kurz gucken. Chunkloader Default, gut. Gestern hat es mir aus irgendwelchen Gründen den Default Chunkloader wieder rausgehauen. Und da war dann, wenn man Multicore-Chunk-Loading wieder drin, ich weiß nicht warum. Gut, hier habe ich an sich nichts, also im Haus habe ich nichts jetzt direkt weitergebaut. Ich habe was Kleines umgebaut, das musste ich leider tun. Aber ich zeige euch heute alles, was ich so ein bisschen gemacht habe. Ihr seht schon, ich habe hier so Carpenters so ringsrum gemacht, noch so eine Bahn. Da können wir dann zum Beispiel Blumentöpfe gut draufstellen, also die Blumentöpfe. Es gibt doch auch diese Blumenkästen. Und die können wir hier super draufstellen. Und da habe ich das mal so gemacht, ne? Hier um die Türen ein bisschen größer. Die Türen selber, das hier, das sind Eisenblöcke. Also mit Eisenblöcken verkleidet, ne? Das sind Zimmermannstüren, ihr seht es hier unten rechts. Und die Eisenblöcke haben hier einen schönen Skin mit diesen Nieten. Und das wirkt sehr cool, finde ich. Ne? Das passt irgendwie so ein bisschen. Ich habe vieles gemacht. Oh Gott, wo fange ich am besten an? Ich würde sagen, wir fangen erstmal beim Haus an. Die Änderung, die ich gemacht habe. Also kann man sehen, das geht noch jetzt logisch die nächste Folge auch noch, weil 10 Minuten sind nicht so viel. Wir gehen erstmal ins Haus, ne? Die Türen haben sich auch ein bisschen verändert, die Geräusche, habe ich das Gefühl. Hier oben müssen wir noch alles wegbauen, das machen wir mal noch. Folgendes, wo fange ich an? Ich fange hier an. Der Thronsaal, ne? Sieht mit dem Texture Pack sehr nice aus, finde ich. Hier wollen wir die Tische hinmachen, ne? Die Freskelage mit Metkrügen und hast du nie gesehen. Hier habe ich eine Erdbahn gezogen. Warum habe ich das gemacht? Mir ist nämlich schon eine Idee gekommen. Ich wollte doch mal von Witcher, ne? Von Witcher 3. Da gibt es ja in Kaer Morhen gibt es doch diesen großen Kamin. Also wer Witcher kennt, da gibt es einen schönen großen offenen Kamin. Nicht offen direkt, aber da ist halt so in der Wand. Ist also eingelassen. Man kann quasi von der Seite hin und von der anderen Seite natürlich ran. Und da habe ich mir überlegt, wir können hier an die Stelle so einen großen Kamin machen. Ne? So offen von der Seite hier und von der Seite natürlich. Nur die Wand ist halt als Wand da. Also wenn man hier rumkommt, dann hat man hier, sieht man als erstes diesen warmen Kamin. Und wenn man halt in den eigentlichen Thronsaal hinten rein will, hier hat man schon die Tische und die Fresklage, dann geht man hier, ne, am Kamin, am großen Kamin vorbei. Hier sind so ein paar Tische. Und dann kommt man hier rein. Und hier wird dann der Thron, also mein kleiner Thron sein hier so. Ne? Da hat man hier noch so ein großes, schönes Kaminfeuer. Schön offen, zu 3 Seiten hin. Das, denke ich, ist gar nicht schlecht. Ja, die Idee kam mir noch so, dass man das hier gut so hinmachen könnte, so als Abgrenzung noch ein bisschen. Für den Raum so als Abgrenzung, das ist nicht komplett als ein riesiger Raum. Es ist ja ein riesiger Raum, aber so minimal noch so eine kleine Abgrenzung quasi mit dem Kamin. Folgendes, die geheime Ecke. Ich habe, wie gesagt, viel mit Elektronik und so gebastelt. Hier können wir dann nicht mal runtergehen, weil ich unten den Hohlraum unten drunter brauche. Heißt, der Keller wird nicht hier sein.
die Küche. Allerdings ziehen wir jetzt hier zu und machen das hier zu. Ne? Also das Stück wird noch zur Küche dazugehören dann einfach. Die Küche wurde quasi ein bisschen größer. Das Holz hier habe ich nochmal ausgetauscht. Das ist einfach nur gegen anderes Holz gechinselt. Eichenholzbretter, ne? Das ist einfach nur... Ich fand das irgendwie schöner, das passt irgendwie besser. Habe das da oben, ne, aber noch ein bisschen geändert. Genau. Ich habe die Stadt selber noch ein bisschen verändert. Das habe ich oben Zeitraffer mit teilweise. Ne, habe ich doch im Zeitraffer, glaube ich, auch mitgemacht. Bis auf das Wasser auffüllen habe ich nie im Zeitraffer gemacht. Zeige ich euch gleich erstmal die Elektronik. So. Hier geht es jetzt rein. Und ihr seht schon, es, ja. Das im E-System ist klar, ne? Das ist natürlich nur ein bisschen gewachsen schon, das wisst ihr ja noch. Hier oben ist so ein kleiner Stirling-Generator, ist ein Notfall. Hier oben habe ich ein kleines Mahlwerk gemacht. Hier nochmal so eine kleine Schmelzhütte. Einfach, wenn wir selber mal irgendwie eine kleine Menge von irgendwas machen, brauchen, ne? Dann können wir uns das hier schmelzen, beziehungsweise halt mal schnell schreddern, also malen. Hier hinten ist nochmal eine Batterie drin. Ihr seht schon, hier hinten gehen und die Stromkabel lang. Hier vorne hat man noch die Kabel von Applied Imagestics. Hier sind Imports, also alles, was hier verarbeitet wird, zum Beispiel jetzt gerade Kohle, ne, zack, geht automatisch alles über den Import automatisch ins ME-System. Genau das wollte ich nämlich. Ich wollte alles automatisiert haben, also so gut wie möglich. Ich gehe mal kurz schlafen, einen Moment. Wir hauen uns mal kurz hin. Ich will halt so viel, wie es geht, automatisiert haben, dass mir nichts mehr machen brauchen, dass wir zum Beispiel selbst die Erze aus unseren großen Schaufelradbaggern, ne, wir tun die Erze alle nur hier rein. Die Erze kommen einfach hier rein und werden aus dem E-System rausgezogen zu den Schmelzhütten, die übrigens da hinten sind. Ja, und dann kann ich das mal kurz zeigen. Ich habe offscreen, das habe ich jetzt nicht gefilmt, das ist jetzt nicht mit in den Zeitraffer-Videos drin. Ich habe das Thermokraftwerk mal fertig gebaut, also von außen her fertig. Guck, da ist es. Hier unten habt ihr damals das Thermokraftwerk, ihr seht schon, ich habe viele Batterien noch gebastelt, habe noch einige Thermogeneratoren gemacht. Ihr seht auch schon da, oh, nein, halt, da ist jetzt eine Wasserstraße, beabsichtigt, ich erzähle euch gleich warum dann. Hier seht ihr schon die zwei großen Schornsteine, also hier wird eine große Fabrik entstehen, wo komplett alles eingeschmolzen wird an Erzen. Wir haben halt das Stromkabel hier unten drunter, ne? Das geht ja hier unten drunter und geht dann hier so rein. Bei dem Stromkabel läuft jetzt auch noch ein Transportkabel für Items. Ne? Das geht. Also wir hauen halt die Roherze einfach da rein ins ME-System. Die Schmelzöfen ziehen sich das, auf was sie halt geprägt wurden, auf welches Erz sie geprägt wurden, ziehen sie sich raus. Und alles, was dann fertig geschmolzen ist, fertige Eisenbahn, fertige Goldbahn, alles drum und dran, wird automatisch wieder zurückgeschickt ins ME-System. Also wir tun alles nur einfach dort rein, das produziert für uns automatisch und wir kriegen das fertige Produkt quasi direkt ins ME-System wieder rein. Ja, das habe ich dann fertig gemacht. Wir können, oder wie gesagt, noch erweitern, wir können genau sowas nochmal hier daneben hinsetzen. Also stromtechnisch sollte das für die Zukunft erstmal ausreichen, hoffe ich, zumindest hoffe ich. Hier oben habe ich auch bei dem Mahlwerk habe ich mal hier so Upgrade reingemacht, ne? Da kann also viel mehr Strom fassen. Normalerweise ist es ja 100.000, ne? Hier ist es schon das Doppelte. Geht aber dafür schneller. Hier habe ich mal was ausprobiert, also nicht der Hebel, das hier, Energiemonitor. Da kann man so, der momentane Verbrauch sind 234 RF pro Tick und Input ins System, also das, was erzeugt wird, passt sich natürlich an. Es wird dann nicht mehr erzeugt, als nicht gebraucht wird. Wenn eine Batterie jetzt leer wäre, dann würden wir sehen, würden wir eventuell sehen, was halt, wie viel Strom wirklich gerade erzeugt wird, theoretisch. So, erstmal Kopfhörerkabel entwitzen. Das nervt nämlich ein bisschen. Ja, ihr seht schon, also Speicherkapazität, insgesamt haben wir neun Batterien eingebaut. Wir haben also nochmal gut einen Puffer, Maschinenpuffer. Es ist eigentlich alles top. Wir können mal kurz hier gucken. Erz, ich habe mal, hier seht ihr schon 6000 Roherz. Ich habe mal mit den Rucksäcken, die wir hier haben, habe ich mal Zeug rangeholt. Ne, und das, ja, habe ich mal einfach alles reingehauen. Ich muss es ja auch testen, ob es funktioniert. Ich will euch aber noch zeigen, wie ich das Problem gelöst habe. Das Problem war, man kann nicht einfach die Ender-IO-Leitungen, die Items rausziehen und halt
überall hinbringen, nicht einfach hier irgendwo anschließen. Kann man machen, aber das geht dann nur ins ME-System rein. Also du kannst jetzt nicht hier an dem Block oder an dem Block oder an irgendeinem anderen Block einfach so ein NIO-Kabel anschließen und dann die Maschine anweisen, du ziehst jetzt daraus Ressource XY. Das geht nicht, es geht nur ins ME-System rein. Und da muss ich mir etwas einfallen lassen, ne? Also wie gesagt, mit so einem Importbus zum Beispiel hier, das automatisch reingezogen wird, alles kein Problem. Ich muss mir mal etwas einfallen lassen, wie mache ich das, dass die Maschinen, die noch kommen werden in der ganzen Stadt, nicht nur die, die schon da sind, ne? die noch kommen werden, alle im Prinzip automatisch alles, was sie brauchen, aus dem E-System rausziehen, aber das, was sie produzieren, wieder ins E-System reinpacken. Und da habe ich hier unten, nämlich, darum können wir hier den Keller übrigens nicht mehr machen, ich habe hier unten was eingerichtet, sage ich mal. Ne? Hier ist die Connection zum ME-System. Hier oben. Hier ist der Strom, der geht dann hier nach oben. Da geht es dann nach unten schon. Das ist diese Item-Leitung. Ne?